kann die Mutter mir erzählen, wo sie sich vor vielen Jahren mit dem Vater hat vermählt. Ob der liebe Gott zu Hause? Ach, das wäre gar nicht schön, wenn er bei dem Schneegestöber auf die Straße müsste gehen. Aber heute, am heiligen Abend, hat sie sich erst viel zu tun, kann sich erst denn alle schlafen von der vielen Arbeit tun. Wenn er nur mein Brieflein findet, darauf kommt mir alles an, habe extra groß geschrieben, dass er deutlich lesen kann. Oh, ich weiß, ich lege das Brieflein vorne an auf den Altar. Wenn dann der liebe Gott es findet, weiß er gleich, dass ich es war. Ach, ich bin so müde vom Wandern und die Füßchen sind mir kalt. Lieber Gott, im Himmel droben, schicke mir die Anschau bald. Was sehen meine Augen? Ein Brief dort am Altar, von Kinderhand geschrieben? Das scheint mir sonderbar. Lieber Gott, erhör mein Flehen, Weihnacht will es werden und mein krankes Mütterlein liegt daheim im Sterben. Schenkest du Gesundheit dir und ein langes Leben, lieber Gott, dann will ich dir auf mein schönstes Stückchen geben. Elfchen. Ein Kind hat diesen Brief geschrieben, ein Kinderhändchen zart und klein. Und wie viel Glaube, wie viel Liebe wog es in dieses Teilen ein. Und dort an des Altares Stufen, wie Gottes Engel keusch und rein, in süßen, unschuldvollen Schlummer liegt still das kleine Mädchenlein. Wach auf, kleine Elfchen, hört die Glocken, die läuten mild, denn Gott war hier, er hat auch deinen Brief gelesen und schickt durch mich die Antwort dir. Du magst getrost nach Hause schreiten zu deinem lieben Mütterlein, der liebe Gott wird dich begleiten, bis in das stille Kämmerlein. Und wenn die Weihnachtsglocken läuten, kehrt Gottes Engel bei euch ein, dann wird von ihren Schmerzen leiden dein Mütterlein genesen sein. Vor Leid und Kummer, Not und Armut, seid fernerhin mir nun gefeit. Das Glück ist bei euch eingezogen, in stiller Nacht zur Weihnachtszeit.